Och, Digga. Junge, was geht denn da ab alles? Und jetzt nach dem Motto, bedrohen die anscheinend seine Family, wenn man dem glauben mag, dass er ihm ihr Rücken gibt. Das ist ja unfassbar. Hallo YouTube, mein Name ist Jay Riddle und es gibt Neuigkeiten zum Thema Shoyoka und dem ganzen Gerichtsprozess. Das gucken wir uns jetzt an und des Weiteren wurde der gute Mois, ja, der wurde exposed. Der hat ja im Moment so ein, der ist so ein bisschen am, also ein bisschen sehr am Durchdrehen. Bei dem sind jetzt die ein oder anderen Sachen hochgekommen, ja, hat wohl den ein oder anderen ehrenlosen Move gemacht, ja, und sich vielleicht Spendengelder einbehalten. Das steht im Raum. Wir gucken uns das Video an, wir gehen rein, los geht's. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Es gibt einige Updates zu den ganzen Gerichtsverfahren, die ich momentan gegen Shoyoka und auch gegen ihren Anwalt am Start habe. Erstmal haben wir eine negative Feststellungsklage eingereicht und die geht jetzt tatsächlich Ende Juni auch vor dem Landgericht in Braunschweig vor Gericht, logischerweise, was auch sonst. Ich habe das Datum hier extra weggemacht und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich sagen sollte, denn das könnte mir auch so ausgelegt werden, als ob ich Druck auf Shoyoka aufbaue, wenn da irgendwelche Leute hinkommen. Außerdem wurde auch unser Erscheinen gar nicht angeordnet, deswegen halte ich das erstmal geheim. Ich selber werde aber auf jeden Fall da sein. Wenn ich das posten darf, dann werdet ihr das hier auf jeden Fall noch mitbekommen. Dazu hat Shoyoka ja übrigens Klage am Landgericht in Frankfurt natürlich eingereicht. Klar, wer einmal da gewinnt, der geht da immer wieder hin. Das Ganze. So, der Frau Pia Anna Scholz, Prozessbevollmächtigte, Herr Tim Held. Ach, die sind wieder nach Frankfurt gegangen, obwohl sie nichts mit Frankfurt zu tun hat. Einfach weil Frankfurt da wohl bekannt ist dafür, eine andere Auslegung zu haben. Es ist so bitter. Wirklich. Ey, Lexi Thorax, ne, das regt dich genauso auf. Ja, deshalb rennst du dich auch rein und haust direkt fünf Leute um. Ja, dankeschön für die 5 verschenkten Subs, mein Bester. Fettes Ahu in den Chat für den Ehrenmann. Du bist ein wahrer Champion, weißt du, ne? Ey, vielen, vielen lieben Dank. Fettes Ahu in den Chat für den Mann. Vorläufig geschätzter Streitwert, Wettbewerbsrechtsverletzung. Mhm. Das Ganze sieht so aus, dass momentan die Anwälte hin und her schreiben. Das Gericht wird wahrscheinlich bald eine Entscheidung fällen. Da ging es um die zweite Abmahnung, die ich in diesem Video hier bereits kritisiert habe, weil sie meiner Meinung nach einfach nicht haltbar ist. Aber auch der Anwalt von Shoyoka, Müller-Römer, ist gegen mich vor Gericht gegangen, beziehungsweise geht gerade gegen mich vor Gericht, auch wieder vor dem Landgericht in Frankfurt. Und da geht es darum, dass ich in einem Video mal ein bisschen zurückgefrontet habe. Ja, erinnert euch, Müller-Römer hat ja einen sehr langen Text gegen mich auf seiner Seite veröffentlicht und dagegen bin ich ja dann auch rechtlich vorgegangen und habe auch in einigen Punkten eine einstweilige Verfügung erwirken können. Er hat meine Gegenfonds nicht 1:0 KuchenTV gegen Anwalt so sehr gefeiert, unter anderem, dass ich ihn Loser genannt habe, weswegen er jetzt wieder gegen mich vor Gericht geht. Mein Anwalt hat dazu auch eine Erwiderung geschrieben und da steht unter anderem auch drin, dass er damit rechnen muss, dass ich ihm Kontra gebe, wenn er solche Sachen über mich behandelt. Ja, das kann schon sein, dass man dann Kontra bekommt, wenn man so freche Posts macht auf seiner Seite und so oft beleidigte Leberwurst tut. Also habe ich ja in meinem letzten Zerstörung von Shoyoka-Video aufgegriffen, diese Anwaltthematik. Also wirklich, also was sie da geschrieben haben, das fand ich nicht sehr professionell. Ne? Und dann, ja, finde ich, muss man sich nicht wundern, wenn auch mal was zurückkommt. Ich weiß gar nicht, darf man Loser generell sagen? Ist das so? Also offensichtlich ja nicht. Aber ich dachte, das wäre in Ordnung. Leggy Riddle is back. Lag Riddle. Ist das nervig. Ist das nervig, Leute. Ja, ich werde gleich mal probieren, wenn das ist, wenn ich hier neu starte. Dann läuft es vielleicht. So, aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Behauptet und dass es klar gewesen ist, dass das passiert. Man hat ja auch immer das Recht auf Gegenschlag und genau das haben wir unserer Auffassung nach einfach genutzt. Ich kann hier bei den ganzen Sachen leider nicht so sehr ins Detail gehen, weil jetzt Schriftsätze von den Anwälten hin und her gehen und die haben teilweise 80 Seiten und das würde auch den Rahmen sprengen. Aber einfach nur mal, dass ihr ein Update habt. Ich hoffe, dass es bei einigen Sachen vielleicht schon ein bisschen früher eine Entscheidung gibt. Dann seht ihr das hier auf dem Kanal. Es gibt neue Informationen zu der ganzen Mois-Thematik. Und zwar habe ich ja in der letzten Woche in den Cake News erwähnt, dass er festgenommen worden ist und im Gefängnis saß. Das Ganze ist aber anscheinend einfach komplett gelogen. Unser guter alter Freund Just Mimi hat nämlich ein sehr, sehr starkes Video genau dazu veröffentlicht und konnte zeigen, dass die meisten Sachen einfach falsch sind. Aber ganz kurz, um euch abzuholen. Mois wollte sich anscheinend mit Chieno in Hamburg treffen, um über diese ganzen Spendenbetrug auf PayPal und so weiter sich auszutauschen, ein Video zu drehen, damit man merkt, dass Mois ja nichts falsch gemacht hat. Anscheinend soll Chieno aber die Polizei gerufen haben, weswegen
weswegen es nie zu diesem Treffen kam. Anschließend wurde von einem Kollegen von Mois dieses Video hier veröffentlicht. Dinos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Shino gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei. Und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Wie, war das jetzt alles gelogen, oder was? Hä? Verstehe nicht, wenn das jetzt gelogen ist, warum man so welche Lügen macht, wo man weiß, die kann man easy aufklären. Also, es ist, keine Ahnung, ich frage mich, ob die Menschen blöde sind oder ob die einfach verblendet sind und denken, die Leute sind auch blöder. Also, das frage ich mich bei den meisten Sachen manchmal auf YouTube. Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der Recht hat, sowas? Es waren alles Lügen und er will Fame mit seinen Lügen erreichen. Das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Mois und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, diese Polizeiaufnahmen, die wir gerade gesehen haben, die sind gar nicht aus Hamburg. Das konnte Jasnero eindrucksvoll beweisen. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Mois ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist. Das leuchtende... Boah, der hat ja echt voll die Mimi-Moves gemacht. Das habe ich ja gar nicht gesehen, das Video. Das lohnt sich vielleicht auch noch anzugucken. Schild, das weiße Schild daneben. Wenn wir das angucken sollen, schreibt es mal in die Kommentare oder in den Chat. Mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Eine edgy Seite von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. Jasnero hat zwar in den Kommentaren nochmal angemerkt, dass er anscheinend tatsächlich von der Polizei mitgenommen worden ist, auch aufs Revier. Er aber einige Stunden später oder relativ zeitnah das Ganze auch schon wieder verlassen konnte. Das Ding ist... Wie findet man sowas denn heraus? Ich habe von separaten Quellen gehört, dass tatsächlich etwas mit der Polizei gewesen sein soll. Allerdings nicht wie behauptet mit dem TikTok-Video. Das war gesichert zu 100% Bochum. Hat er gesichert. Einer langen Festnahme und der Riesenrazzia, sondern kurz aufs Revier und noch in derselben Nacht nach sehr kurzer Zeit wieder raus. Ah, okay. Also so ein auf cool gemacht nach dem Motto, ja? Oh, as long as I know how to love. Der Cake Raid ist da. Moin Leute! Wie geht's, wie steht's? Ja, wir gucken auch gerade KurenTV tatsächlich. Den kennt er ja. Ne? Und da gucken wir gerade mal rein. Ich danke dir für den Raid, mein Schatz. Vielen, vielen lieben Dank. Übrigens, wenn es hier leckt, das liegt an meiner Internetverbindung. Ich starte den Stream gleich nach der Reaction einmal neu und dann haben wir eine gute Internetverbindung. Verdammte Kiste. Wird auch mal Zeit. Sehr anstrengend, Kuchenstream. Nicht wegen Kuchen, aber wegen Jayshis. Hat er wieder was gesagt, oder was? Hat er wieder dumme Sachen geredet, der Kollege Schnürschuh? Neben schlecht Rappen auch noch dumme Sachen labern. Das sind mir ja die Liebsten. Mann, Mann, Mann. Die Lags liegen an euch, genau. Wir wollen nicht darüber reden. Okay, so schlimm. So schlimm, Alter. Jakob Rätsel hat Kuchen zum Flexen verführt. Was? Ach, herrlich. So, Leute, ich muss das Video noch zu Ende gucken. Nach dem Video werden wir hier einmal den Stream neu starten, weil es leckt wohl relativ. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Oh je, schau seine Reaction auf das Interview mit Cynic an. Das habe ich auch erst überlegt. Also, aber er hat auch ein Video dazu hochgeladen. Ach nee, du meinst Jesus. Ach nee, Mann. Ach, schwierig. Ist das jetzt aber dadurch Lügen von Mois aufgeflogen sind. Unter anderem hat ja sein neues ominöses Management gepostet, dass Mois derzeit verhaftet ist und deswegen das Management der einzige Ansprechpartner ist. Das ist aber faktisch gesehen einfach nicht der Fall. Dazu hat Jasnero sich auch ein bisschen über dieses Management informiert und anscheinend ist das auch nicht ganz so seriös. Eigentlich wollte ich ja eine seriöse Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird, einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt, abgesehen von Instagram. DMs. Der müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich... Was für ein komisches Management-Ding überhaupt. Keinen einzigen Post. Faires und kompetentes Management. Wir suchen neue Künstler. Wild. Okay. Was, also das sieht nicht sehr seriös aus.
mich außerdem, wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform? Masekati, ich danke dir für die 5er-Sub-Bomb. Was ist denn los mit dir? Vielen Dank. Ein fettes Ahu in den Chat für die Frau. Frau, ich danke dir. Du bist doch ein Schatz, ne? Oh, Dankeschön. So, weiter geht's. Vom der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung. Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat. Im Unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Hier kommt natürlich sehr stark der Verdacht auf, dass diese Geschichte nur erfunden worden ist, damit man kein Statement bringen muss oder noch Zeit hat, sich irgendwas auszudenken. Das Ganze geht aber auch noch weiter. Mois hat dann Maestro in einer Instagram-Story Props für ein Video gegeben. Gleichzeitig hat Maestro aber auch ein Statement gepostet, wo drinnen steht, dass Leute aus dem Umfeld von Mois wollten, dass dieser ein vorgefertigtes Statement veröffentlicht, um Mois Rücken zu geben. Och, Digga. Junge, was geht denn da ab alles? Es ist ja unfassbar. Also, die hatten ja Beef hier, der gute Maestro mit dem Mois. Die hatten ja Beef, weil Mois hat ihn wohl ganz schön ausgenutzt und jetzt nach dem Motto bedrohen die anscheinend seine Family, wenn man dem glauben mag, dass er ihm ihr Rücken gibt. Er ist ja unfassbar. Ist ja unangenehm. Von Mois zu posten. Ich habe mehrfach gesagt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und habe nichts mehr damit zu tun. Ich will mich auch nicht mehr reinziehen lassen. Wild. Wir haben ihn dazu auch bedroht und meinten, hey, wir wissen, wo du wohnst, wir kommen sonst zu dir, poste das jetzt lieber mal. Und das Ganze geht logischerweise gar nicht. Diese Leute wissen auch, dass Maestro zu Hause ein einjähriges Kind und seine Frau hat. Da dann solche Spielchen zu spielen, ist meiner Meinung nach einfach absolut widerwärtig. Maestro hat dazu dann auch noch... Ja, auch ohne. Also auch ohne, dass da Kinder zu Hause sind. Das ist generell scheiße. Ein Statement gepostet, hat sich runterkriegen lassen und hat doch gesagt, dass ihm diese ganzen Sachen egal sind und man ihn wirklich einfach in Ruhe lassen soll. Mhm. In dem Statement hat er auch gepostet, dass er noch so krasse Sachen über Mois gar nicht veröffentlicht hat, dass die lieber mal still sein sollen. Anscheinend haben sie sich damit auch zufrieden gegeben, ist aber meiner Meinung nach trotzdem ziemlich ekelhaft. Leider geht das Thema auch noch weiter. Sorry, da ist so viel abgegangen, es ist unfassbar. Es geht ja auch noch um den goldenen Eye-Clip. Mois hat mal in einem Video gesagt, dass er einen goldenen Eye-Clip im Wert von 20.000 Euro verlosen möchte. Shino hat ja dann in einem Video gezeigt, dass er diesen Mois abverkauft hat. Schon das war ziemlich dumm, aber die Story geht noch weiter. Denn Jasnero hat mit dem Besitzer von Eye-Clip einfach mal gesprochen und Shino ist ja logischerweise gar nicht der rechtmäßige Besitzer dieses Eye-Clips, auch wenn er ihn gekauft hat, weil Mois den ja gar nicht hätte verkaufen dürfen, sondern der sollte verlost werden. Und der hatte sich selber bei Eye-Clip gemeldet und wollte denen das Ding verkaufen. An dessen Besitz er ja gar kein Recht hat. Das Ganze hat dazu geführt, dass... Oh weia, ey. Ist ja super Intelligenzbestien insgesamt wieder. Ich verstehe nicht, warum es manchmal an so Grundsätzlichkeiten scheitert. Mois jetzt eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und Shieno wegen Hehlerei bekommen hat. Das muss man... Nein. Nein, bitte nicht auch noch. Och, scheiße. Also Mois hat ja in seinen Videos immer so getan, als ob er ganz viele Sachen verlost und sonst was. Und offensichtlich hat er es nicht verlost, sondern an seinen Kollegen da verkauft. Der Kollege wollte es jetzt zurückverkaufen, obwohl es ihm natürlich offiziell dann nicht gehört. So, weil er durfte es nicht verkaufen. Und jetzt haben sie beide eine Anzeige mal. Es ist ja so herrlich. Also so Geschichten, die das Leben schreibt. Ja? Ach, romantisch. Romantisch. Man sich einfach mal überlegen. In der E-Mail, die Jasnero bekommen hat, steht auch noch drin, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat oder geben wird. Und dann wird geschaut, ob man diesen Eye-Clip sicherstellen kann. Sollte irgendwer dafür sorgen, dass der Eye-Clip wieder zu denen kommt, ist übrigens eine Belohnung über 5.000 Euro ausgesetzt. So, eine Sache bei der Mois-Thematik gibt es auch noch. Tut mir leid, dass das jetzt hier so lang ist, aber es passiert gerade so viel, es ist unfassbar. Und zwar geht es um den PayPal-Spendenbetrug. Da hat das Management jetzt tatsächlich ein Statement gepostet. In diesem Statement schreiben sie, dass das jetzt länger gedauert hat, weil das alles juristisch so problematisch ist und man kann nicht alles zeigen. Aber morgen ist das alles ganz anders. Was ich nicht verstehe, weil warum ist die rechtliche Geschichte morgen komplett anders als heute? Aber okay, nimm... Ja, seriöseste Unternehmen jemals, ey. Ey, wirklich. Wir bedanken, okay, uns liegen nun fast alle nötigen Unterlagen und Nachweise vor. Es reicht jedoch
um euch endlich ein, es reicht jedoch, um euch, ist ja okay, auch komische Grammatik, euch endlich ein klares Bild zu verschaffen. Ein klares Bild, okay? Wir bedanken uns für eure Geduld, die nicht selbstverständlich ist, also wirklich, es ist kein gutes Deutsch, sagen wir es so. Aber gut, ne? Gut, wir leben im Jahr 2024. Wenn man offizielle Sachen schreibt und in einem Management ist, dann muss man anscheinend kein gutes Deutsch benutzen. Ist ja in Ordnung. Hier, da kommt der Grammar-Nazi in mir raus. Es tut mir leid. Und ist immer einfach sehr komplex und musste aus, das sind ganz schön viele und, aus juristischen Gründen sehr sensibel behandelt werden. Deswegen konnten wir nicht alles sofort rausgeben und oder veröffentlichen. Das wird sich morgen aber ändern. Aha, okay. Ach nee. Ist das alles ganz anders? Was ich nicht verstehe, weil warum ist die rechtliche Geschichte morgen komplett anders als heute, aber okay. Inkubator, kannst du eigentlich jederzeit ins Büro von Kuchen.tv, also hast du einen Schlüssel oder nur, wenn Tim selbst auch dort ist? Ich bin immer nur da, wenn Tim auch selbst dort ist. Sonst habe ich ja auch keinen Grund im Prinzip. Ne? Ich fahre ja auch halt wegen ihm hin, um ihn zu sehen. Ja, also, nö, ich habe keinen eigenen Schlüssel. Ne? Er hat mir den schon öfters mal gegeben, wenn er zum Beispiel dann weg war oder so, dann macht das Sinn, aber normalerweise fahre ich da nur hin, wenn er da ist. Genau, Leute, wenn es an den Leck liegt, die werden gleich aufhören. Versprochen. Euer Leg Riddle. Nehmen wir das einfach mal so hin. Der krasse Beweis dafür, dass Moisa keinen Spendenbetrug begangen hat, ist jetzt ein Screenshot aus der PayPal-App vom 6. Februar um 22.53 Uhr. Und da kann man sehen, dass tatsächlich nur etwas über 16.000 Euro drauf sind. Das Ding ist hier, man weiß gar nicht, was das für ein PayPal ist und man kann sich ja auch Geld vorher auszahlen lassen. Also schon hier ganz weird, das so zu posten. Aber es wird tatsächlich noch dümmer. Und zwar hat eine Meme-Seite das Ganze so halb exposed. Dieses Video von Mois, wo er um die Spenden gefragt hat, kam nämlich am gleichen Tag um 21.05 Uhr raus. Das heißt, der Screenshot, den er gemacht hat, der war 90 Minuten, nachdem das Video online gekommen ist. Also ist die Aussage mit den angeblichen 100.000 Euro erstmal gar nicht so weit hergeholt, aber logischerweise kann man davon ausgehen, dass der Betrag am Ende deutlich höher gewesen ist. Das Ganze macht es eher unglaubwürdiger, dass er das nicht gemacht hat. Wieso postet man das von sich aus? Ich kann es nicht nachvollziehen. Dazu hat auch Just Nero noch folgende Anmerkung in seinem Video gemacht. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene PayPal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das /MoisUnSale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm eine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. Darunter ist die Adresse /unsale. Das heißt natürlich nicht, dass er das jetzt gemacht hat, aber diese ganze PayPal-Spendensache war super undurchsichtig. Mois kann bisher auch nicht beweisen, dass das ganze Geld wirklich dahin gegangen ist. Und überhaupt ein PayPal-Konto zu nutzen, wo auch noch Firmen drauflaufen und auch private Dinge, ist halt an sich schon absolut dämlich. Also selbst wenn er das nicht absichtlich gemacht haben soll, was eine sehr... Dumm ist das denn? Also machst du eine Spendenaktion PayPal und tust das aber auch überall anders hin. Das heißt, die Sachen, die du von irgendwo anders bekommst, die gehen ja auf dasselbe Konto, logischerweise. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann weißt du doch gar nicht, wo das herkommt, wenn einzelne Leute dann immer was spenden. Das ist ja total blöd. Das ist ja total blöd. Wie kann man so blöd sein? Imp, Imp, Imp ist da. Moin, Impi. Oh, ein Kuchen-TV-Video. Was ist das Thema? Mois gerade. Tatsächlich Mois. Nette Aussage von mir ist, selbst dann ist das Ganze super weird umgesetzt. Denn er mit... Könnt ihr jetzt endlich aufhören, mich Leg Riddle zu nennen? Ich habe verstanden, dass es ab und zu leckt hier heute. Ich werde es gleich mal neu starten, dann gucken wir, ob das aufhört hier. Verdammt die Kiste. Ist das so schlimm? Müsste ja jede einzelne Spende, die gekommen ist, einzeln rausschreiben, um zu gucken, wie viel von ihm privat auf dieses PayPal-Konto kommt und wie viele Spenden gewesen sind. Ja, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Es gab noch ein Statement von Mois auf dem Barello-Kanal, aber das war absolut weird. Habe ich auch keinen Bock mehr, das komplett anzugucken, sage ich euch ganz ehrlich. Viel Inhalt hatte das nicht. Deswegen kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe quasi Frieden geschlossen mit Chumbroke, meine Freunde. Und zwar habe ich ja vor 2 Wochen ungefähr ein Video über Chumbroke hochgeladen, weil er meiner Meinung nach in der Jindawis-Sache und mit seinem Verhalten, was er mir an den Tag gelegt hat, sich etwas widersprochen hat. Er hat jetzt auf dieses Video reagiert und ist tatsächlich sehr sachlich und ruhig und auch nett geblieben. Oh, ich dachte schon, ich wäre zerstört, Glück gehabt. Unter anderem entschuldigt er sich auch zu der Aussage, die er zu meinem Sohn gebracht hat. Einer macht das mit deinem Sohn Kuchen-TV, wenn er mal irgendwo zu einem Event geht.
Ja, das ist eh klar von mir, dass ich sage, dass das hoffentlich immer bei deinem Sohn macht, das nehme ich zu 100% zurück. Also hinter diesem Satz stehe ich auch nicht mehr. Auch bei den anderen Sachen hat er, ja, hat sich jetzt nicht so richtig entschuldigt, aber hat schon gesagt, ja, war jetzt nicht ganz so korrekt. Masekati hat halt alles richtig gemacht. Bei ihr lägt es nicht, weil sie halt eine 10er Subbomb da gelassen hat oder eine 5er Subbomb. Das, danach leckt es dann nicht mehr. Also ich sage, Spaß, vielleicht liegt es an eurem Internet. Leute, ich gebe gerne die Schuld ab an andere. Ja, Bruder, was soll ich machen? War geladen auf ihn, ich und Kuchen hat nicht das beste Verhältnis. Ja, hart. Wenn jetzt Kuchen wirklich sagen wird, ey, ich habe damals auch Depressionen, du bist auf mich draufgetreten, dies, das, muss ich mir gleich gucken, was ich mir einfach lassen, um zu antworten. Aber okay, ein böser Mann. Ein böser Mann aus Istanbul. Außerdem hat er dazu noch gesagt, dass wenn mich irgendwelche Videos jetzt wirklich krass stören, dass er gerne bereit ist, diese offline zu nehmen. Oder was? Wenn dich dieses Video so krass stört, Tim, dann kommentier doch einfach das Video und sag, ich will, dass du das Video rausnimmst. Soll ich es rausnehmen? Ist doch kein Problem. Und am Ende hat er mir sogar nochmal alles Gute gewünscht. Dir alles Gute. Ich habe mitbekommen, du bist wieder in einer Beziehung. Viel Glück. Wenn du damals Fehler gemacht hast, mach sie diesmal nicht. Alles, alles Gute dir und deinem Sohn, okay? Weil der hat... Nehmt euch mal ein Beispiel an Blood Angel, ja? Bei dem leckt es gar nicht, ja? Und Loris hat jetzt ein Prime da gelassen, bei dem wird es auch nicht mehr lecken. Kuss geht raus. Dankeschön für den Support. Ja, finde ich auf jeden Fall, also kann man sagen, was man will, aber korrekte Reaktion. Von Jan auf jeden Fall, ne? Also hat es eingesehen, dass es doppelmoralisch ist, ne? Und nicht da peinlich jetzt noch gegen argumentiert und sonst was. Ist doch dann gut. Damit nichts zu tun. Ich bin für Frieden. Wenn du was noch zu reden hast oder wenn du noch was von mir hören willst, irgendwas, wo auch immer, wo ich dir Unrecht getan habe, bin ich bereit, mich auch da gerade zu machen. Er hat auch in dieser Reaction gesagt, dass er gerne bereit ist, dass wir einen gemeinsamen Podcast für seinen Kanal machen und einen Kaffee und Kuchen auf meinem Kanal. Ich habe ihn tatsächlich geschrieben. Er hat mich auch wieder entblockt und wir tauschen uns da gerade aus. Müssen wir mal gucken, wann wir beide Zeit haben. Aber die Sache mit John Broke ist für mich auf jeden Fall geklärt. Sehr erwachsene Reaction von ihm, muss man sagen. Hat das Ganze sehr sachlich rübergebracht. Und ja, wenn ihr euch auf dieses Video von uns beiden freut, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ist mir so egal. Es ist mir so egal. Darf mir John Broke egal sein, meine Damen und Herren? Darf mir John Broke egal sein? Weißt du, wer mir nicht egal ist? Knackbrot ist mir nicht egal. Der hat dir gerade eine 5er Subbomb da gelassen. Ey, vielen Dank für den Support, mein Lieber. Jetzt wird es bei dir auch nicht mehr lecken. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher, dass das jetzt bei dir nicht mehr sein wird. Ey, Leute. Ja, lasst liebe Grüße für KumpelKuchenTV in den Kommentaren da, meine Freunde. Dann weiß ich, ich habe bis hier hingeguckt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tschüssli, Müsli, Ciao, Kakao. Und bis denne, Antenne.